Mein Name ist Nadja Uhl, ich bin Schauspielerin. Ich wurde heute um meine Meinung gefragt, obwohl ich keine Architektin und keine Stadtplanerin bin. Ich vermisse die Orte meiner Kindheit und meiner Jugend. Immer öfter. Sie verschwinden vor meinen Augen und sie machen mich traurig. Die Antwort eines der wunderbarsten Menschen in Potsdam, ca. 75, weißhaarig Professor aus den alten Bundesländern war: Ich verstehe Sie. Die Diskussion kam auf im Rahmen einer Betrachtung von Fotos aus dem Atelier Eichgrün, die du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie gesehen hast. Das sind Fotos aus der Kaiserzeit, die mal gezeigt haben, was in Potsdam stand, bevor die Anti-Architektur von der DDR ausgerufen hier aufgebaut wurde. Ihr steht für Anti-Architektur, was ihr weiter leben wollt, und das kann nicht sein. Schön, dann sind wir uns ja einig, dann schreist du ja vor Begeisterung. Also. Was ich sagen will, ist, dass ich immer öfter vor den Entscheidungen stehe, zu sagen, ich bedauere, dass es weg ist, weil ich den Ort meinen Kindern nicht mehr zeigen kann. Oder ich finde es toll, dass wir die Chance für etwas Neues haben, nämlich unserer wunderbaren DDR-Identität ein viel innovativeres, tolles Denkmal zu setzen, wie diese Kunsthalle, die unser Sein in der DDR viel umfassender und reichhaltiger reflektiert als ein verpupstes Hotel. Ein paar wissen, dass wir uns seit Jahren um den Erhalt eines wirklich alten Gebäudes kümmern mit privaten Mitteln. In dieser Straße steht an einer Ruine, in der Straße, in der ich wohne. Gib mir die Erinnerungen. Lasst uns daran arbeiten, nicht uns übereinander zu erheben, sondern gebt uns die Erinnerungen in Würde und zum Beispiel in Form einer Kunsthalle mit DDR-Kunst, die ein würdigeres Denkmal für unser Sein ist. Ja.